Als im November 1989 die Berliner Mauer fiel, da befürchteten viele Juden, mich eingeschlossen, dass dies zu einem neuen Nationalismus in Deutschland führen würde. Und tatsächlich gehören Rechtsradikalismus und Neonazis leider immer noch mit zur deutschen Wirklichkeit. Trotzdem hat sich die deutsche Gesellschaft in einer Weise entwickelt, in der Juden heute nicht mehr auf gepackten Koffern sitzen. Es hat sogar eine Wiedergeburt jüdischen Lebens gegeben. Das war auch eine Folge des Mauerfalls. Mit der Öffnung des Ostens und dem Zusammenwachsen Europas kam es auch zu einem neuen Aufbruch im jüdischen Leben. Gerade hier in Frankfurt kann man diese Entwicklung besonders gut sehen. Hier gedeihen unter dem Dach der jüdischen Gemeinde die verschiedenen Strömungen des Judentums, ob traditionell orthodox, ob liberal, ja sogar bis hin zu einer Rabbinerin. Heute ist Samstag, der Schabbat, der heilige siebte Tag. Gleichzeitig feiern wir auch das Laubhüttenfest, das jüdische Erntedankfest. Es ist ein Friedensfest, das wir nicht nur für uns selbst feiern, sondern auch für die Angehörigen aller Völker. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und allen, die heute in Deutschland sind, einen gesegneten Feiertag. Shabbat Shalom.